George Russell gewinnt den großen Preis von Österreich. Die Top-Favoriten Max Verstappen und Lando Norris schießen sich praktisch gegenseitig raus und Ferrari verliert immer mehr an Boden. Und das soll tatsächlich auch unser erstes Thema hier sein im Strategievideo nach dem großen Preis von Österreich. Wo ist bitteschön Ferraris Pace hin? Ja, bevor wir uns das große Ganze bei der Scuderia anschauen, müssen wir uns erstmal das Rennen der beiden anschauen, Carlos Sainz und Charles Leclerc. Und wir beginnen da mit einer Frage von Anthony. Ihr wisst ja, ihr könnt ja unter der Watch Party eure Fragen stellen für das Strategievideo. Naja, die Frage stellt, wie war die Leclerc-Pace? Ja, da schauen wir uns am besten mal das Renn-Pace-Ranking der Fahrer an. Leclerc konnte man natürlich ja gar nicht so richtig sehen im Rennen und wusste eigentlich deswegen gar nicht, wie gut seine Pace war. Hier haben wir es, ja, schwarz auf weiß, 0,78 Sekunden pro Runde war der Rückstand auf Max Verstappen im Schnitt. Ja, dadurch auch ganz schön weit hinter Carlos Sainz, ehrlich gesagt, haben 4 Zehntel gefehlt. Wir können sehen, Carlos Sainz war ungefähr 4 Zehntel langsamer als Max Verstappen. Bei Charles Leclerc muss man aber ehrlicherweise dazu sagen, sein Rennen war natürlich praktisch nach der ersten Kurve gelaufen. Der Frontflügelschaden, den er sich dazugezogen hat am Auto von Oscar Piastri, musste dann direkt in die Box kommen. Und ehrlicherweise hat Ferrari dann auf eine, wie ich finde, ziemlich ja, kuriose Strategie gesetzt. Können wir uns hier mal anschauen in der Grafik von Pirelli. Da können wir ja ziemlich in der Mitte sehen, die Strategie von Charles Leclerc. Er ist auf einem neuen Satz Medium gestartet, ist dann nach dem Kontakt auf den harten Reifen gewechselt, hat den aber nur für 15 Runden gefahren, ist dann direkt wieder in die Box gekommen, nochmal ein neuer Satz Medium und dann hinten raus nochmal zwei gebrauchte Mediums. Also sehr, sehr kurze Stints. Es war dann tatsächlich eigentlich die Drei-Stopp-Strategie, die Charles Leclerc gefahren hat, obwohl die Zwei-Stopp-Strategie die klar bessere war. Also das war eigentlich auch nicht ganz ideal. Warum man das gemacht hat bei Ferrari, fand ich, oder kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Wahrscheinlich lag es daran, immer wenn er so auf das Feld aufgeschlossen hatte, wollte Ferrari den Undercut machen, also quasi einen Undercut gegen das komplette Mittelfeld fahren. Aber irgendwie ist man da einmal zu viel zum Reifenwechsel gekommen dadurch. Also nicht ganz ideal mit der Rennpace, die haben wir ja gesehen gerade bei Charles Leclerc. Da hätte er eigentlich trotz des Schadens in der ersten Kurve und des Rückstandes, ja, auch vor Nico Hülkenberg trotzdem noch irgendwie ins Ziel kommen können. Also Platz 6 wäre schon drin gewesen. Man hat es ja auch gesehen, nachdem Leclerc in Runde 1 an die Box kam, war sein Rückstand bei 40 Sekunden auf den führenden Max Verstappen. Am Ende des Rennens waren es 67 Sekunden, die auf George Russell fehlten. Also nicht ganz ideal gelaufen, auch die Strategie bei Ferrari. Dennoch muss man sagen, das war nicht das Hauptproblem an dem Wochenende, denn die Rennpace bei der Scuderia, die war nicht da und die Qualifying Pace ehrlich gesagt auch nicht. Und deswegen eine nächste Frage von unserem Kanalmitglied: Kann man nach den letzten drei Rennen sagen, dass Ferrari mit den Updates falsch abgebogen ist und gegen Red Bull, McLaren und Mercedes zu viel verloren hat in sehr kurzer Zeit? Lässt sich das aus den Daten ablesen? Die Frage von Tinky Boy. Ja, ich habe mir die Daten da natürlich angeschaut und die Grafik des Entwicklungsrennens nochmal mitgebracht. Die hatten wir ja auch letzte Woche schon in Barcelona und da vor allem jetzt hier der Fokus auf die rote Linie. Ja, Spanien, Österreich, da war man jetzt ja nur noch das viertschnellste Auto. Man wurde von Mercedes überholt, von McLaren wurde man sowieso schon überholt. Red Bull war dann jetzt noch an der Spitze. Man kann schon sehen, dass da die rote Linie so ein bisschen hochgeht, nachdem es ja gerade in Miami, Imola und Monaco sehr, sehr gut aussah. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin nicht ganz überrascht, dass es hochgeht. Ich glaube nicht, dass es nur am Update liegt. Ferrari sagt selbst, die Daten sagen, dass das Update eigentlich gut funktioniert. Man hat da jetzt vielleicht ein paar andere Faktoren wieder mit ins Spiel gebracht. Vor allem das Bouncing eben in den schnellen Kurven. Das könnte so ein kleines Problem des Updates sein. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass die Strecken, die wir gerade haben, Spanien, Österreich, dass sie dem Ferrari einfach nicht liegen. Wir hatten das auch schon in der letzten Saison gesehen, 2023, dass gerade die mittelschnellen und schnellen Kurven nicht die Stärke des Ferrari sind. Das sah eigentlich zu Beginn dieses Jahres noch besser aus. Aber wenn wir uns das mal vergleichen hier zum Beispiel mit Saudi-Arabien, Japan, China, die wahrscheinlich am ähnlichsten sind zu den letzten beiden Rennen in Spanien und Österreich, sehen wir da, wenn wir uns die roten Punkte anschauen, dass ja der Rückstand auf Red Bull eigentlich ziemlich ähnlich groß war. Trotzdem wurde man im Entwicklungsrennen scheinbar von Mercedes und eben auch McLaren überholt. Deswegen sehe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen schwarz für die kommenden Rennen für Ferrari, weil es kommen weiterhin Strecken jetzt mit ja, schnellen Kurven und mittelschnellen Kurven. Jetzt natürlich erstmal Silverstone, aber dann auch die Rennen in Ungarn, Belgien und dann Sandford. Ich glaube, das werden alles keine guten Rennen werden für Ferrari.
Ich glaube, die Ferrari-Saison, die müsste man jetzt mal so ein bisschen pausieren und man steigt danach der Sommerpause wieder ein. Denn danach mit Monza, Aserbaidschan und Singapur kommen dann eigentlich wieder die stärkeren Strecken von Ferrari. Da ist dann die Motorleistung wieder wichtiger. Also in Monza, in Aserbaidschan, in Singapur natürlich nicht. Aber vor allem gibt es dort wieder diese sehr, sehr engen Kurven, was eigentlich die große Stärke des Ferraris ist. Also die nächsten Rennen, glaube ich, werden weiterhin schwierig für Ferrari. Aber nach der Sommerpause sollte es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen besser werden. Kommen wir nun zum Duell an der Spitze. Max Verstappen gegen Lando Norris. Und eigentlich zu Beginn des Rennens sah es gar nicht so aus, als ob sich da noch ein Duell gegen Ende des Rennens ergeben würde. Doch der langsame Boxenstopp am Auto von Max Verstappen hat dafür gesorgt, dass es dann nochmal richtig eng wurde. Und wir haben mehrere Fragen zum Duell Verstappen gegen Lando Norris bekommen, vor allem aus strategischer Sicht. Und stellvertretend würde ich da mal die Frage von Scuferia nehmen. Und zwar hat er gefragt, wenn ich das richtig beobachtet habe, hat Norris im zweiten Stint nur rund 1,5 Sekunden verloren auf Verstappen. Aus meiner Sicht war da schon abzusehen, dass Norris im letzten Stint mit dem frischen Mediums einen Vorteil haben wird. Kann man das so analysieren? Und zweitens, ist der McLaren in Verbindung mit Norris mittlerweile der beste Reifenmanager, gerade gegen Ende der Stints? Ja, also ich glaube, es gibt logischerweise zwei Faktoren, die zu diesem engen Duell geführt haben, gegen Ende des Rennens. Einerseits natürlich der langsame Stopp von Verstappen. Bei normalen Stopp glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Lando Norris den Rückstand noch aufgeholt hätte. Der lag ja ungefähr bei 8 Sekunden vor dem Reifenwechsel. Aber eigentlich war noch ein zweiter Faktor entscheidend. Und zwar hat sich über das komplette Rennen gezeigt, dass der harte Reifen eigentlich gar nicht mal so ein guter Reifen ist. Man hat das schon so gemerkt am Ende des zweiten Stints von Max Verstappen auf den harten Reifen. Da wurde dann schon oft am Funk wieder rumgemotzt, wie schlecht die Reifen denn sind. Und das Problem war einfach, die Grafik von Pirelli dazu. Red Bull hatte sich darauf festgelegt, eigentlich mit zwei neuen harten Reifen in das Rennen zu gehen, wie wir hier sehen können. Während bei Mercedes, Ferrari und auch bei McLaren sehen wir hier jeweils, die hatten zwei neue Mediumsätze und das lag einfach daran, im ersten freien Training am Freitag hat Red Bull schon einen Medium-Reifen verheizt. Bei den anderen Top-Teams hat man dort eben den harten genommen. Deswegen kam es ja zu diesem Unterschied. Und das Problem aber jetzt einfach, man hat jetzt gemerkt bei Red Bull, der harte Reifen, der funktioniert eigentlich gar nicht mal so gut. Deswegen hat man dann auf den gebrauchten Medium zurückgegriffen, der im Qualifying schon mal benutzt wurde. Das hat das Ganze dann natürlich ri richtig spannend gemacht, weil Lando Norris dadurch einen Reifenvorteil hatte. So, jetzt zu den Fragen, stellvertretend wie gesagt die von Scuderia. Es gab da auch andere noch dazu, die das gefragt haben, zum Beispiel Peter Silchen oder Silent Bob. Gegen Ende des Stints macht sich das jetzt schon immer mehr bemerkbar, dass Lando Norris da aufholen kann. Ich finde, man hat es auch schon im ersten Stint gesehen auf dem Medium-Reifen. Also Norris hat sich ja ziemlich schnell einen Rückstand von 4 Sekunden eingehandelt, aber dann hat er 3 gute Runden gehabt, kam dann wieder ran, war dann bei unter 3 Sekunden der Rückstand. Dann hat er aber leider einen Fehler gemacht im zweiten Sektor, hat er 1,5 Sekunden verloren und dann war eigentlich die Aufholjagd auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Aber wenn wir uns mal den Reifenverschleiß in Österreich anschauen, dann war es tatsächlich so, dass da hier ja beide tatsächlich eher am hinteren Ende des Feldes lagen, Max Verstappen und Lando Norris. Wir sehen das hier 0,113 und 0,117, der Reifenverschleiß in Sekunden pro Runde, also bei beiden doch relativ hoch. Die haben natürlich dann auch ziemlich gepusht, gerade am Ende, bevor es dann zur Kollision kam. Also es macht sich aber trotzdem bemerkbar, dass Red Bull mit dem Reifenverschleiß in dieser Saison Probleme hat und stellvertretend dafür mal die Reifenverschleißgrafik im Saisonschnitt, das heißt über alle 12 Rennen, die wir bisher gesehen haben. Und da hat man ja schon relativ früh in der Saison gemerkt, dass da bei Red Bull der Reifenverschleiß eher ziemlich hoch ausfiel. Damals hat man das noch so begründet, ja, die pushen ja vorne an der Spitze nicht und deswegen kommt das ja durch die Berechnung zustande, dass der Reifenverschleiß bei anderen niedriger ausfällt. Aber man hat es jetzt doch immer wieder gesehen, dass da Max Verstappen und Sergio Perez sich tendenziell etwas schwerer tun. Was wir hier schön sehen können im Saisonschnitt, einmal natürlich Ferrari immer noch am besten da. Aber wenn wir Lando Norris mal mit Max Verstappen vergleichen, dann ist da der McLaren doch das deutlich reifenschonendere Auto als der Red Bull. Wobei man schon sagen muss, in den letzten beiden Rennen in Österreich und in Spanien war es da zwischen den beiden eigentlich relativ ausgeglichen. Trotzdem ist das so ein bisschen eine Tendenz, die sich abzeichnet, dass der Red Bull mit dem Reifenverschleiß ein paar Probleme hat. Das würde vielleicht auch erklären, warum man im Qualifying in diesem Jahr so gut ist. Das war ja eigentlich im letzten Jahr noch so ein bisschen die Schwäche. Max Verstappen jetzt zum 8. Mal auf der Pole in 11 Rennen. Man bekommt die Reifen sehr schnell auf Temperatur. Das ist gut im Qualifying, geht aber wahrscheinlich zu Lasten des Reifenverschleißes. Und zum Abschluss dieses Themenblocks um Max Verstappen und Lando Norris vielleicht noch zwei kleinere Fragen. Die erste von Kanalmitglied Silent Bob. Hätte Max beim Wechsel auf frischere Hards bessere Karten gehabt als auf gebrauchten Mediums?
Würde ich sagen, nein, weil der harte Reifen, man hat es im zweiten Stint an Verstappen gesehen, war eigentlich kein guter Rennreifen. Red Bull-Teamchef Christian Horner hat nach dem Rennen auch gesagt, es wurde dann bewölkter zu Rennmitte, die Temperaturen sind da etwas gefallen und das hat den Medium mehr begünstigt. Deswegen hat sich da Red Bull dann eben für diesen gebrauchten Medium entschieden, den man im Qualifying schon mal gefahren hat. Deswegen wahrscheinlich die richtige Entscheidung und vielleicht noch eine andere Frage, die ja auch im Livestream gestern am Sonntag gestellt wurde. Hätte Lando Norris denn die 5 Sekunden Zeitstrafe rausfahren können, wenn er Max Verstappen überholt hätte? Ich glaube persönlich, es wäre sehr schwierig geworden. Man kann eigentlich nur die ersten zwei Runden des letzten Stints nehmen, wo Lando Norris noch einigermaßen freie Fahrt hatte, bevor er zu Max Verstappen aufgeschlossen ist. Da war er im Schnitt 3/4 Zehntel schneller pro Runde, aber bei dem Kampf mit Max Verstappen hat er sich die Reifen natürlich auch kaputt gefahren. Deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr schwer geworden wäre für Lando Norris, die 5 Sekunden rauszufahren. Verpatzter Boxenstopp, Kollision mit Lando Norris, eine Runde mit Plattfuß zurück an die Box humpeln, 10 Sekunden Zeitstrafe und trotzdem lag Max Verstappen am Ende des Rennens 20 Sekunden vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Und da haben sich natürlich viele Fans wieder beschwert über die Leistung des Mexikaners. Aber das wollen wir hier aufklären. Und zwar fangen wir da erstmal an mit der Qualifying-Leistung von Sergio Perez, die ja schon wirklich ziemlich unterirdisch war. 8,5 Zehntel, da der Rückstand auf Max Verstappen. Da war zum einen die Erklärung, dass er keine frischen Softs mehr hatte für seinen letzten Run in Q3. Das ist also so der Grund, die gebrauchten Reifen, die zu diesem großen Rückstand geführt haben. Ich würde da mal ein bisschen entgegenhalten. Im Q2 war der Rückstand auch schon bei 6,5 Zehnteln von Sergio Perez und man hat ehrlicherweise auch schon im Sprint-Qualifying gesehen. Gut, dort konnte er seine Runde nicht voll fahren, da hatte er Verkehr mit Esteban Ocon, aber ehrlicherweise auch im Sprintrennen. Er konnte überhaupt nicht mit diesen anderen Top-Teams mithalten. Kommen wir jetzt zum Rennen. Da wurde nämlich die Frage gestellt von Silent Bob zu Sergio Perez. Wie kam Hülkenberg an Perez erstmals vorbei? Der Abstand betrug zu Beginn, als Hülkenberg Ocon überholt hatte, ja mehrere Sekunden. Mein Eindruck war, dass sich der Abstand zunächst eher noch vergrößerte. Und dann war ja plötzlich vorbei an Perez. War der Pace-Unterschied zu groß oder hat Perez einen Fehler gemacht oder Strategiefehler? Ja, alles. Also wir schauen uns erstmal die Rennpace an der Fahrer. Da konnten wir ja schon vorhin sehen, dass Sergio Perez da im Schnitt eine Sekunde pro Runde langsamer war als Max Verstappen. Die Erklärung dafür ist erstmal, er hatte ein Loch im Seitenkasten, das hat Red Bull-Teamchef Christian Horner nach dem Rennen auch gesagt. Er hatte da einen signifikanten Verlust an Downforce und das hat auch den Topspeed beeinträchtigt. Und ich habe mir da auch mal die Topspeed-Werte dann angeschaut. Es war tatsächlich so, Sergio Perez hat mit Windschatten und DRS ist ja nicht mehr über 320 km/h gekommen auf der Geraden. Das hat das Überholen von Nico Hülkenberg natürlich extrem erschwert. Im Vergleich dazu, im Qualifying am Samstag kam Sergio Perez auf 323 km/h mit DRS, aber ohne Windschatten. Also das zeigt schon so ein bisschen, der Topspeed war da am Red Bull schon so ein bisschen weg und das Loch im Seitenkasten hat auch dazu geführt, dass die Pace generell im Rennen nicht so wirklich da war. Trotzdem muss man sagen, Sergio Perez, das war keine gute Leistung an dem Wochenende und Red Bull hat ehrlicherweise auch einen strategischen Fehler gemacht. Denn man hätte für den zweiten Boxenstopp wie George Russell reinkommen müssen. Der war ja der erste, eigentlich der Topfahrer, der reingekommen ist. Der ist ja auf Medium-Medium gefahren, musste dann auf den harten Reifen wechseln. Und zu dem Zeitpunkt, wo George Russell an die Box kam, hatte Sergio Perez einen Vorsprung von 29 Sekunden auf Nico Hülkenberg. Jetzt war es ja so, Sergio Perez war zu schnell in der Boxengasse, hatte eine 5 Sekunden Zeitstrafe, die er beim nächsten Stopp halt absitzen musste. Red Bull hat jedoch noch länger gewartet. Man wollte da wahrscheinlich den Overcut gegen die Autos davor fahren. Doch Hülkenberg kam von hinten mit frischeren, harten Reifen und der Rückstand, der wurde immer kleiner, bis er letztendlich bei 22,5 Sekunden war, ehe Sergio Perez an die Box kam. Jetzt ist es so, das Boxenstopp-Delta in Österreich liegt eigentlich bei 20,5 Sekunden. Dadurch, dass Perez aber diese Zeitstrafe hatte, kam er dann hinter Nico Hülkenberg raus. Das heißt, rückblickend betrachtet, gerade mit dem fehlenden Topspeed, muss man sagen, hätte Red Bull Sergio Perez viel früher in die Box holen müssen, wahrscheinlich so wie George Russell in Runde 48. Das war ein strategischer Fehler von Red Bull. So hat er sich natürlich sehr schwer getan, Nico Hülkenberg zu überholen. Und am Ende wurde es eben nur der siebte Platz. Während Red Bull also mit Sergio Perez strategisch daneben lag, muss man sagen, ein Team hat beim großen Preis von Österreich die Strategie wirklich perfekt getroffen. Und das war das amerikanische Haas-Team. Und dabei sah es ehrlicherweise zu Beginn des Rennens gar nicht mal so optimal aus. Wir schauen noch mal an die Strategien hier mittels der Grafik von Pirelli. Kevin Magnussen kam schon in Runde 10 rein, Nico Hülkenberg dann eine Runde später in Runde 11. Man wollte da die Undercuts von hinten vermeiden. Und eigentlich war Haas so ein bisschen in einem Fernduell mit Alpine, die ehrlicherweise meiner Meinung nach auch
das beste Auto im Mittelfeld hatten. Sie konnten es noch nie wirklich zeigen. Im Sprint hing man schon hinter Lance Stroll fest und auch im Hauptrennen kam man nicht an Daniel Ricciardo und früher auch an Fernando Alonso vorbei. Bei Alpine hat man jedenfalls auf den Overcut gesetzt. Wir können das ja sehen. Pierre Gasly war in Runde 20 an der Box zum ersten Reifenwechsel. Esteban Ocon in Runde 19. Und tatsächlich war es so, nach dem Stopp waren dann die Alpines ungefähr 8 Sekunden hinter den Haas-Piloten. Sie waren aber pro Runde eine Sekunde schneller als die Haas. Also sie wären da sehr, sehr schnell rangeflogen. Das Problem war nur, man lief in den DRS-Zug von Daniel Ricciardo und Fernando Alonso auf und man kam da einfach nicht vorbei an Fernando Alonso im Aston Martin, der seinerseits einen sehr guten Topspeed hatte. Und andererseits muss man sagen, es hat sich über das komplette Wochenende gezeigt, dem Renault-Motor fehlen noch ein paar PS, vor allem im ersten Sektor. Die Alpines konnten einfach nicht überholen, weder im Sprint am Samstag noch im Hauptrennen am Sonntag. Und das hat ehrlicherweise die Strategie, diese Overcut-Strategie von Alpine, die eigentlich ziemlich gut gewesen wäre, ziemlich beeinträchtigt. Jetzt muss man sagen, Haas hat das trotzdem sehr clever gemacht, wie ich finde. Man ist auf die Undercut-Strategie gegangen, um auf die Track-Position zu setzen. Und das war insofern natürlich schlau, weil der Haas mit Abstand das schnellste Auto auf den Geraden war. Das haben wir auch gegen Rennende gesehen, wie schwer sich Sergio Perez getan hat. Deswegen hat man so halt die Streckenposition gesichert und wäre dann auch so gegen die, oder hätte man die Position gegen die Alpines dann vielleicht auch noch so verteidigen können. Wie gesagt, die Alpines waren sehr langsam auf den Geraden. Trotzdem glaube ich, im Mittelfeld hatte tatsächlich das französische Team das beste Auto. Die meisten Punkte hat trotzdem Haas geholt. Deswegen Chapeau an das amerikanische Team. Tolle Ausführung im Rennen. Und damit sind wir auch schon beim restlichen Mittelfeld angelangt. Und man muss wirklich sagen, da haben sich einige Teams wirklich richtig schwer getan. Allen voran natürlich Sauber und Williams. Wir fangen mal an mit Daniel Ricciardo, weil der hat wirklich das Maximum aus dem Rennen rausgeholt. Platz 9 mit dem Racing Bulls. Ich glaube, ehrlich gesagt, von der Reihenpace war das nicht wirklich drin gewesen. Racing Bulls hat aber wie Haas auf die Undercut-Strategie gesetzt und ja, man konnte einfach die Alpines hinter sich halten, die einfach, wie gesagt, keinen Topspeed hatten. Also das hat die Strategie von Ricciardo natürlich sehr begünstigt. Dahinter muss man sagen, Aston Martin wieder keine Pace. Also es wird immer schlimmer von Wochenende zu Wochenende, hat man das Gefühl. Das Hauptproblem ist einfach, man ja, tut sich beim Setup schwer, das auf verschiedene Kurventypen einzustellen. Also wenn man eine Strecke hat, wo ein und der gleiche Kurventyp herrscht, wie zum Beispiel in Kanada, dann ist es relativ leicht, das Auto schnell zu machen. Auf so Strecken wie Österreich oder auch Barcelona, wo wir mittelschnelle, schnelle und auch langsame Kurven haben, fällt es Aston Martin wirklich schwer, die richtige Abstimmung zu finden. Alonso am Ende noch mit der schnellsten Rennrunde auf dem Medium-Reifen, zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wie schlecht der Soft im Rennen war. Den hatte ja Max Verstappen aufgeschnallt nach der Kollision mit Lando Norris. Und dass Verstappen da Alonso im Kampf um die schnellste Rennrunde nicht schlagen konnte, ist schon ein bisschen überraschend, ist aber definitiv auf den Reifen zurückzuführen. Ja, und ganz hinten, ja, Williams und Sauber, die machen es Carlos Sainz wirklich schwer. Also die duellieren sich da jetzt Rennen für Rennen, wer schlechter ist. Und ich habe da mal den Saisonschnitt der Rennpace mitgebracht. Denn mittlerweile, muss man sagen, ist der Sauber wirklich das schlechteste Auto im Formel-1-Feld. Zu Beginn der Saison war es, den Daten nach zu urteilen, bei der Rennpace noch Alpine. Die haben doch jetzt aber gute Fortschritte gemacht in den letzten Rennen. Sauber ist da jetzt konstant hinten im Feld drin, vor allem Guanyu Zhou, der wird ja gefühlt immer letzter im Qualifying. Wir sehen den Daten nach zu urteilen, nur Logan Sargeant ist im Rennen noch weiter hinten. Der Williams aber wahrscheinlich etwas besser, obwohl er natürlich noch zu schwer ist. Und eigentlich hätte ich gerechnet, dass Williams in Österreich ein bisschen besser abschneidet, weil der Gewichtseffekt ist in Österreich geringer als auf den restlichen Strecken. 10 Kilogramm mehr Sprit oder mehr Gewicht machen in Österreich nur 0,24 Sekunden pro Runde aus. Das hätte Williams eigentlich entgegenkommen sollen, kam es dann aber doch irgendwie nicht. Im Vergleich dazu, beim nächsten Rennen in Silverstone machen 10 Kilogramm 0,33 Sekunden pro Runde aus. Also da wird Williams eigentlich nochmal eine Zehntel weiter zurückfallen. Also schlechte Karten auch für Silverstone dann. Und damit sind wir auch schon bei der Vorschau zum großen Preis von Großbritannien. Schon in dieser Woche fährt die Formel 1, der Triple Header neigt sich jetzt dem Ende zu und wir haben eine Frage reinbekommen von Scuferia, passend zu Silverstone. Gibt es einen Vergleich, wer am besten mit den drei Reifenpaletten zurechtkommt, Haltbarkeit und Performance, sprich C5 bis C3, C4 bis C2 und C3 bis C1? Verändern sich die Vor- und Nachteile bei den Teams, wenn sich dieses Reifensortiment verändert? Silverstone ist ja wieder ganz hart wie Barcelona. Ja, interessante Frage, wie ich finde, und ich bin auch auf eine auf interessante Antworten gestoßen, wie ich finde. Da mal die Grafik erstellt. Und zwar können wir hier sehen, dass wir die jeweiligen Reifensorten gegenüberstellen, einmal bei der Rennpace, beim Reifenverschleiß und unten auch noch bei der Qualifying Pace. Und wenn wir vielleicht erstmal oben bei der Rennpace anfangen, hier können wir jetzt schon mal sehen, bei Strecken, wo wir den T1 bis T3 Reifen haben, ist der Vorsprung von Red Bull doch relativ groß. Wenn wir das mal mit der rechten Spalte vergleichen, C3 bis C5 Rennen,
Da ist McLaren tatsächlich das beste Auto. Da fehlt Red Bull im Schnitt eine Zehntel pro Runde und auch Ferrari ist da sogar schneller als Red Bull. Also da kann man schon sehen, je weicher das Reifensortiment wird, desto weniger Red Bull und ja, desto besser sind McLaren und Ferrari eben. Das wird so ein bisschen bestätigt durch die zweite Tabelle der Reifenverschleiß hier. Hier können wir sehen, es ist eigentlich ziemlich ausgeglichen in den ersten zwei Spalten. Ferrari da mit leichten Vorteilen. Aber in der dritten Spalte, C3 bis C5, sehen wir dann schon deutlich, dass Red Bull mit diesen weicheren Reifen deutlich mehr mit dem Reifenverschleiß zu kämpfen hat, als zum Beispiel Ferrari und McLaren. Also kann man schon so sagen, Red Bull tut sich generell mit den weicheren Reifen schwerer, während es bei Ferrari und McLaren da besser aussieht. Und in der letzten Tabelle, die Qualifying Pace, sehen wir Red Bull da ja überall bei Null, immer das schnellste Auto. Der Red Bull ist einfach ein Qualifying-Auto, ich hatte es schon gesagt, man kriegt die Reifen schnell auf Temperatur, das hilft. Trotzdem sehen wir auch hier in der dritten Spalte wird es da tendenziell eher enger, McLaren kommt da näher ran. Ja, also man kann schon so ein bisschen ablesen, je härter die Reifen, desto besser ist es für Red Bull und je weicher die Reifen, desto besser für Ferrari und McLaren. Das hat sich ehrlich gesagt irgendwie auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen durchgezogen, als zum Beispiel auch Mercedes noch sehr dominant war. Da war es ja auch so, Mercedes war vor allem auf den harten Reifen sehr stark, während im WM-Kampf gegen Ferrari Sebastian Vettel immer auf Strecken Vorteile hatte, wie Monaco und Singapur, wo wir eher weiche Reifen hatten. Jetzt müssen wir aber so ein bisschen aufpassen, was hier wirklich diese Korrelation verursacht. Liegt es wirklich an den Reifen oder zum Beispiel daran, in den letzten 5 Grand Prix hatten wir 4 Rennen mit dem Reifensortiment C3 bis C5, also mit dem weichsten Sortiment. Jetzt geht das natürlich einher mit dem McLaren-Update in Miami. So, liegt es jetzt eher am McLaren-Update in Miami, dass McLaren so nah rangekommen ist, oder am Reifensortiment? Ich würde sagen, es liegt eher am McLaren-Update. Zudem ist das auch so ein bisschen auf die Streckencharakteristik zurückzuführen. Das harte Reifensortiment haben wir natürlich auf Strecken mit einem sehr aggressiven Asphalt und mit schnellen Kurven. Deswegen würde ich eher davon ausgehen, dass diese Streckencharakteristik Red Bull entgegenkommt und gar nicht mal so, oder dass das gar nicht mal so sehr am Reifensortiment liegt. Dennoch können wir schon so ein bisschen eine Tendenz sehen, Red Bull generell mit härteren Reifen besser, Ferrari und McLaren mit den weicheren. Wie Scuderia natürlich schon gesagt hat, in Silverstone wird es wieder die C1 bis C3 Reifen geben, was wahrscheinlich auch Red Bull in die Karten kommen sollte. Und auch beim Blick auf das Streckenlayout rechne ich wieder mit einem Kampf zwischen Red Bull und McLaren. Da war es im letzten Jahr ehrlicherweise schon relativ eng. Beide Autos mögen die schnellen Kurven, davon gibt es in Silverstone reichlich. Mercedes, ja, nach den Erkenntnissen von Österreich wahrscheinlich dritte Kraft. Bei Ferrari glaube ich, ja, wie auch am Anfang schon gesagt, die Strecken, die jetzt alle kommen, die werden dem Auto nicht in die Karten spielen. Deswegen rechne ich auch in Silverstone eher mit einem schwierigeren Wochenende für Ferrari, gibt dann aber vielleicht die Möglichkeit, das Auto besser zu verstehen und die Schwächen zu analysieren. Im hinteren Feld oder Mittelfeld allgemein, ja, wird es wahrscheinlich wieder auf einen Kampf zwischen Alpine und Haas hinauslaufen. Haas, das haben wir jetzt in Österreich gesehen, auch in den vergangenen Jahren. Auf so Strecken mit schnellen Kurven sind die eigentlich immer ganz gut. Da haben wir in Silverstone auch reichlich. Alpine wahrscheinlich aktuell mit dem besten Auto im Mittelfeld, nachdem man viele Fortschritte gemacht hat. Also da wahrscheinlich wieder der Kampf um die letzten Punkte hinten im Feld. Ich hatte es schon erwähnt, der Gewichtseffekt wird wieder stärker werden in Silverstone. Das ist schlecht für Williams, also die wahrscheinlich dann vielleicht hinter Sauber an diesem Wochenende. Trotzdem dürfte es für beide Teams schwer werden, Punkte zu holen. So viel also zur Strategieanalyse zum großen Preis von Österreich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne jetzt ein Like da und abonniert den Kanal, um in Zukunft keine weiteren Strategievideos mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann diese Woche wieder am Freitag zur Longrun-Analyse zum großen Preis von Großbritannien. Bis dahin schaut ihr euch jetzt aber nochmal die Rennanalyse mit Christian und Kevin an, wo natürlich das hitzige Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris im Fokus steht.